Also ich kann euch auch so viel sagen, das funktioniert auch auf dem Handy. Ihr habt auch die Möglichkeit, auf dem Handy dieses geheime Menü zu öffnen, welches in StumbleGuys existiert. Im heutigen Video werden wir uns einfach mal das geheime StumbleGuys-Menü anschauen, welches tatsächlich existiert. Denn viele von euch wissen, hier kann man zwar ein paar Sachen aufrufen, aber man kommt nicht in dieses spezielle Menü. Wie man da reinkommt, das verrate ich euch am Ende des Videos. Aber bevor ich euch das verrate, lasst wie immer einen fetten Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und ich würde sagen, ich schnipp's einfach mal ganz kurz. Bam! Und wir sehen einfach mal, hier bin ich wirklich im geheimen StumbleGuys-Menü angekommen, Leute. Oh mein Gott. Ja, wir sind tatsächlich immer noch im StumbleGuys, auch wenn das hier gerade gar nicht so nach StumbleGuys aussieht. Kann ich das irgendwie beweisen? Okay, man sieht im Hintergrund noch den Charakter. Daran kann man es eventuell erkennen. Aber was genau ist das hier eigentlich, wo ich hier gerade bin? Denn, ja, das ist im Grunde, wenn man es mal so sehen will, ein geheimes Menü, wo man gewisse Daten auslesen kann von dem Spiel. Hier steht zum Beispiel, was für eine Grafikkarte ich benutze, wie mein Spiel eingestellt ist, wie viel Speicher benutzt wird, vielleicht sogar mein Name, weil ich natürlich auch noch andere Sachen hier zeigen möchte. Also ihr seht, wenn ich das wegmache, bumm, dann bin ich wieder im ganz normalen StumbleGuys. Hier können wir zum Beispiel auslesen, wenn wir einen Raum eröffnet haben, ob ich hier der Partymaster bin, soweit ich das richtig verstanden habe. Dann sieht man sogar noch, welche Map hier dran ist. Zum Beispiel Level 18 ist Jungle. Ey, das ist ja voll interessant. Okay, sehr, sehr krass. Jetzt haben wir noch so Map Guide, lol. Okay, also man kann hier ganz viele verschiedene Informationen auslesen. Kann ich denn hier vielleicht auch irgendwelche Cheats aktivieren? Das wäre natürlich der Hammer, ne? Das müsste sich, denke ich mal, auch verändern. Das heißt, wenn ich jetzt mal in ein Spiel reingehe, müsste theoretisch sich alles verändern in diesem komischen Debugger. Weil so heißt das geheime Menü. So, jetzt bin ich zum Beispiel mal in einer Runde drin und ich würde sagen, wir rufen einfach mal, nachdem wir ein paar Meter gelaufen sind, dieses Menü auf und schauen mal, was sich genau so dort verändert, wenn wir hier drin sind. Vielleicht können wir ja sogar unseren Raumcode herausfinden, obwohl wir in-game in irgendeiner Lobby sind. So, und das hier ist auf jeden Fall da. Oh mein Gott, lol. Hier kann ich einfach mal herausfinden, in welcher Lobby ich wirklich bin. Schaut euch das mal an. Ich bin aktuell im Raumcode 54889. Und obwohl ich ja in irgendeine random Lobby reingegangen bin, ja, sehe ich das alles. Hier sehen wir zum Beispiel auch noch, wie ich in-game heiße. Abonniert C-Pad. Ich habe den Skin 214 drin. Okay, wo ist denn die Map? Ich will wissen, wie der Map-Name heißt. Party Level 1 Whirly. Okay, wir spielen auf der Map Level 1, heißt diese Map. Okay, interessant, interessant. Skin Count, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, was das Ganze ist. Bin ich denn hier der Raummaster? Das würde mich auch nochmal interessieren, ob ich vielleicht sogar der Partyleiter bin. Leute, hier steht noch, dass wir 11 Spieler in der Lobby haben. Ich bin nicht der Raumleiter. Was das hier genau heißt, weiß ich nicht. Wenn ich das wegdrücke, wir sind immer noch in-game. Ich müsste mal durch die Ziellinie laufen und dann eigentlich mal schauen, was sich hier so verändert. Aber ich glaube, ich werde das nicht mehr schaffen, durchzukommen. Okay, jetzt haben wir verloren. Ah doch, lol, jetzt rattert hier alles runter. Oh mein Gott. Jetzt rattert hier alles runter. Wahrscheinlich, weil sich irgendwelche Informationen aktualisiert haben gerade. Jetzt steht hier, dass die nächste Map geladen wird. Also es müsste Eis sein, heißt die. Die heißt einfach mal Eis. Die heißt einfach mal Eis, lol. Icy Heights heißt einfach nur Eis. So heißt die Map also. Okay, sehr, sehr interessant. Ey, das ist super verrückt, Leute. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr verrückt, das Ganze. Master Sonic? Lol. Ach, hier sieht man, wer quasi der Raumleiter ist. Und der Spieler hieß wohl Sonic/ENC. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz in eine Runde rein und beobachten nochmal, was passiert, wenn wir durchs Ziel laufen. Denn das ist natürlich auch nochmal interessant. Also, diese Debug-Konsole, da kann man also ganz viele geheime Informationen herausfinden, an die andere Spieler gar nicht kommen würden. Also theoretisch, das ist echt die Frage, wenn ein Spiel schon in der Runde drin ist, kann ich dann trotzdem in die Runde noch reingehen? Weil den Code habe ich ja. Und wenn sie nicht voll ist, das wäre eigentlich mal ein interessantes Experiment, ne? Vielleicht werde ich das mal auf jeden Fall ausprobieren. So, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, laufen wir mal hier durch die Ziellinie und dann schauen wir mal, ob wir
irgendwas im Ziel bemerken, wenn wir quasi durchlaufen in dem Moment. So, jetzt kann ich hier nochmal drauf. Perfekt. So, jetzt bin ich durchs Ziel gelaufen. Ist hier irgendwas erschienen? Scheint allerdings hier nicht so der Fall zu sein. Hier steht, dass das Spiel gestartet wurde. Mhm. Aber sonst tut sich hier gerade wieder nichts. Also wir spielen wieder diese Icy Heights Map. Party wurde gestartet. Okay, Runde Nummer 1 haben wir gerade. Okay, und jetzt laufen die letzten Spieler auch nochmal wieder durchs Ziel. Jetzt gucken wir nochmal ganz schnell, was passiert, wenn jetzt hier die Runde zu Ende ist. Und jetzt ist die Map wieder zu Ende. Jetzt müsste sich theoretisch hier wieder alles verändern. Alles klappt, wird hier durchgerattert. Set Player Ready. Okay, ich wurde quasi jetzt als bereit gesetzt, dass ich dass ich bereit bin für die nächste Runde. Okay. Was ist das jetzt hier für eine Map? Das ist die Map im Hintergrund. Paint Splash müsste das sein, oder? Oder was steht jetzt hier oben? Tile. Ah, lol. Tilefall ist die nächste Map. Player loaded correct map. Okay, die richtige Map wurde geladen. Tilefall müsste die Map sein. Und, jawohl, wenn wir die ganze Sache hier wegklicken, also dieses geheime Menü, sehen wir auch, wir spielen wirklich die Map Tilefall. Komm, ich spiele jetzt einfach mal durch. Lol, oh nein, das war ein Fehler. Wahrscheinlich komme ich jetzt gar nicht mehr ins Ziel. Wobei doch, das müsste immer noch klappen. Da scheint auch nochmal ein Bot am Start zu sein, dieser Landblatt-M. Also Leute, ich sag mal so, es ist wirklich sehr, sehr verrückt. Und ich würde sagen, wir holen uns noch ganz schnell einmal den Win. Und dann verrate ich euch, wie ich diese Konsole überhaupt geöffnet habe. Okay, Leute, Block Dash ist einfach mal das letzte Spiel. Also ich kann euch auch so viel sagen, das funktioniert auch auf dem Handy. Ihr habt auch die Möglichkeit, auf dem Handy dieses geheime Menü zu öffnen, welches in StumbleGuys existiert. Also nicht nur die PC-Spieler haben die Möglichkeit, auch die Handyspieler. Deswegen könnt ihr das gerne selbst nach diesem Video ausprobieren. Ich verrate euch, wie gesagt, gleich auch, wie das geht. Und ich beweise euch auch vor allem, dass das wirklich funktioniert. So, und ich denke mal, die Spieler hier in der Blockdash-Runde können nicht die Besten sein. Und so ist es auch, denn die Runde ist vorbei, Leute. Let's go. Sehr nice. Da sehen wir schon mal einen Win, der reingeflattert kommt. Sehr geil. Also, ich bin jetzt hier auf dem PC unterwegs. Und auf dem PC ist es relativ simpel, auf dem Handy auch. Wir müssen einfach die linke und rechte Maustaste drücken und dann die ganze Zeit so eine kreisförmige Bewegung machen. So, das machen wir jetzt für ein paar Sekunden und ihr seht schon, auf einmal taucht dieses Menü einfach mal auf. Okay, ihr wollt aber wahrscheinlich wissen, wie ihr das auch auf dem Handy machen könnt. Und auf dem Handy geht es auch, wie gesagt, dafür gehe ich jetzt einfach mal in eine Runde rein, um euch das Ganze mal ein bisschen besser zu demonstrieren. Denn im Spiel haben wir ja unten links einfach mal dieses, diesen Joystick, sage ich mal, beziehungsweise diesen Steuerstick. Und den benötigen wir nämlich, auf dem Handy zumindest. Denn was wir jetzt auf dem Handy machen, ist, wir drehen auch hier einfach unten links die ganze Zeit im Kreis dran. Und wenn wir das Ganze jetzt hier ein bisschen machen, dann erscheint auch hier einfach mal dieses Menü. Wir sehen es, zack, aus dem Nichts ist es einfach mal erschienen. Und wir können das Ganze, wie gesagt, so oft machen, wie wir wollen. Ich simuliere hier das Ganze am PC, deswegen nicht wundern. Aber ihr seht, es funktioniert tatsächlich. Lasst dafür einen fetten Like da, abonnieren nicht vergessen. Bis dann und ciao.